So, mit wieder hallo und herzlich zurück zu Let's Play Grid Autosport. Wir sind zurück, immer noch in der Saison 13 mit den Endurance-Meisterschaften. Begeben wir uns mit unserem SLS-AMG hier von Intel, nämlich auf Brands Hatch. Hier gibt es ein Ausdauerrennen. Wir gehen jetzt erstmal ins Qualifying, um uns eine gute Ausgangslage zu machen. Und die Meisterschaft ist wieder knapper wie denn je. Wir haben wieder mit Nathan McCain, sind wir punktgleich. Sein Teamkollege ist gerade mal einen Punkt hinter uns. Dahinter wird es dann schon ein bisschen lichter mit 15 Punkten Rückstand. Der Gomez, der ist schon ein bisschen abgeschlagen. Aber sonst hier mit den Raven-Versions liefern wir uns wieder ein erbittertes Duell. Und ich würde mal sagen, wir legen los. Erstmal Qualifying, ich würde schon sagen Rennen. Aber nein, wir fahren erstmal das Qualifying. Ist aber ein bisschen besser. So, und ab geht es hier auf Brands Hatch, meiner Crash-Strecke Nummer 1. Ich hoffe, das können wir heute mal hinter uns lassen und uns jetzt hier nicht mehr zu überschlagen, bitte. Okay, es geht schon nach hinten los, oder? Gut, nicht überschlagen. Hallo. Ich gebe Gas, fahr auch bitte wieder in die Richtung, wo ich hin möchte. Nicht überschlagen, das habe ich gerade noch so gerettet, aber trotzdem haben wir uns übelst gedreht. Und auf zwei Reifen gestellt, also das ging schon halb über den Überschlag über. Erste Runde also schon mal im Eimer. Ja, bei Brands Hatch hatten wir bisher nie große positive Erfahrungen. Wir hatten, glaube ich, noch einen Sieg hatten wir immer, aber zwei Sieger hatten wir immer. Aber sonst ging das hier meistens in Überschläge, Unfälle oder sonstige Spirenzien über und nicht in tolle Fahrmanöver. Gucken, ob wir es vielleicht mal ändern können. Das wäre doch schon mal sehr wünschenswert. Also vielleicht mal hier auf Brands Hatch einmal rennen ohne großen Unfall haben. Jetzt haben wir uns so gedreht, das gilt noch nicht. Was mir auch jetzt gerade am Startbildschirm aufgefallen ist, wir haben ja keine tolle Cockpit-Perspektive, aber was wir haben fucking Glühwürmchen. Wir haben Glühwürmchen, die vor unserem Auto rumfliegen. Die Details haben sie reingepackt, aber keine vernünftige Cockpit-Cam. Ja, man setzt hier auf jeden Fall wichtige Prioritäten, habe ich das Gefühl. Die Glühwürmchen am Start eines Rennens sind auf jeden Fall viel wichtiger, als dass man ein schönes Cockpit hat. So, es wurde natürlich im Eimer durch den Dreher. Wir kamen ja nicht aus dem Quark, weil der Wagen erstmal 5 Jahre zurückrollen musste. Ich hab da auch gerade ein paar Glühwürmchen gesehen. Die sind hier auf Brands Hatch echt sehr populär. Überall sind Glühwürmchen. Man weiß ja sonst nicht, was mir hier platzieren soll anscheinend. So, Achter mit einer atemberaubenden Zeit. Nein. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Zweite Runde auch im Eimer. Fuck. Wie bin ich denn jetzt wieder abgeflogen? Dumm. Ja, auf den Körper, bisschen hinter den Körper gekommen und bei Vollgas im Hinterreifen im Kies stecken bleiben. Ja, seht ihr raus und zack, Wagen taucht ein und dann ist Schluss. Da habe ich keine Chance, irgendwie was zu retten. Kacke. Ja. Dann hat er jetzt gleich den Boden, weil dann taucht der Wagen ja komplett ein mit dem Hinterreifen und dann habe ich das Auto mal wieder weggeschmissen. Nein, nicht nochmal die Wiederholung. Die ist zwar schön und gut, aber die müssen wir nicht zweimal sehen. Ah, damn it, Mann. So, jetzt haben wir nur eine Runde, um gute Qualifying-Zeit zu machen, dann starten wir jetzt letzter. Das wäre natürlich auch genial. Natürlich meisterschaftlich mehr als super. Die Teamkollegin auch aktuell nur hinter einem Platz hinter uns sogar nur. Hat die Stop noch nicht gefahren. Dammit. Jetzt sind die Teamkollegin auch vor uns weg. So, komm. Die Runde jetzt einfach nochmal ausfahren. Und dann versuchen wir in der letzten Runde nochmal irgendwas in Ansatzweise hinzukriegen, was in eine gute Runde endet, womit wir eine vernünftige Außenlage haben. Weil wir sind in der Meisterschaft, ist eng umkämpft. Wir wollen den Meisterschaftssieg. Es geht hier zwar nur rum, 5 in der Meisterschaft wären. Intel möchte ja keinen großen Teamfahrer, keinen Einzelfahrer hier. Aber trotzdessen würde ich mir schon hier einen Sieg wünschen oder eine gute Position am Ende. Wir müssen nur die letzte Kurve, erste Kurve mal hinbekommen, dann haben wir ja gute Chancen auf eine gute Platzierung. Aber die Kurve dürfen wir halt nicht versemmeln. So, nochmal Anlauf, letzte Runde. Wenn es dreher geht, kann ich direkt neu starten. Letzte Runde, arbeite dich an die Spitze vor. Ich rutsche wieder zu weit raus, oder? Ja. Und das wieder, das kann doch nicht sein, fuck. Super. Als volle, was, wir hatten noch die Runde noch mehr verkackt als ich. Also irgendwie hat es noch mehr versemmelt, aber... Es fängt schon wieder an, Brands Hatch, ey. Ja, auch nur knapp, ey. Meine Teamkollegin ist 7. deutlich schneller als ich gewesen. Wir sind auch normal hier schneller, aber... Ach, fuck. Naja, gut. Komm, starten wir als Vorletzter. Ist keine gute Ausgangslage, um ehrlich zu sein. Lukas, du hast Startplatz 15 und unser zweiter Wagen geht vom... Kein Grund, mich anzubrüllen direkt. Ach, na komm. Du musst dich von
vor Nathan McCain platzieren, das schaffst du. Das schaffe ich, der ist Erster, ich bin 14. jetzt gerade. So, Kicker kommt sich hier gut in die Quere, konnten einige Plätze jetzt hier auf jeden Fall schon mal gut machen, sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall bis aggressiv fahren, wir müssen hier von vorne kommen. Natürlich muss ich aufpassen auf meinen Reifen, auch habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Wir sind ja Endurance, wenn meine Reifen könnte schon hier runtergehen. Das ist natürlich auch der Nachteil, den wir jetzt haben. Wir müssen hier attackieren, wir müssen da vorne kommen. Heißt, wir nehmen unsere Reifen hart ran. Heißt, die gehen sehr schnell kaputt. Und dann, wenn wir vorne sind und dann duellen, wir es kurieren müssen, dann haben die am Ende ihre besseren Reifen. Das wird natürlich nach hinten losgehen ein bisschen. So, Teamkollegin hier gerade. Ich bin richtig dicht, das wird jetzt lustig. Ja, die zieht zurück sehr gut. Gegen den K&N McLaren konkurriert. Oh nein, 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 fuck. Komm, komm, komm. Und letzter. Scheiße. Es gibt es doch einfach nicht, ey, Mann. Was ist denn auf dieser Strecke, dieser Fluch, dass ich hier jedes Mal die Kiste wegsemmel? Zu weit raus, dann kam das Heck und weg war ich wieder. Mann. Reif natürlich deswegen währenddessen jetzt auch runter. Ich weiß jetzt nicht, was Blanchard hat. Es ist eine Fluchstrecke. Es ist jedes Mal so, dass ich irgendeinen Fehler mache, irgendwas passiert. Auf den anderen Strecken läuft es doch teilweise so reibungslos. Wie jetzt letztens auf Yas Marina. Es lief doch so super, das Rennen und auch das Qualifying. Letzte beiden Qualifyings liefen grundsätzlich super. Aber alle Qualifyings. Gut, waren die letzten beiden nur. Komm, bitte nicht. Danke. So, Oakley hier relativ schwach unterwegs mit beiden Fahrzeugen. Kollegin aktuell noch siebte. Rutscht der denn so krass über die Vorderreifen? Mann, der schiebt manchmal wie nichts anderes. Statt beim Heck zu kommen, schiebt der. Oder wenn er dann wieder schieben, korrigiert das, dann kommt er plötzlich mit dem Arsch rum. Ja, komm, Vollgas, Vollgas, Vollgas hier. Wir waren so gut nach vorne gekommen. Das wäre locker eine Chance gewesen, da an Wavenwest ranzukommen, aber naja. Ein Fehler zu viel. Den kann man sich gegen Wavenwest leider nicht leisten. Komm, jetzt fahren wir hier ein bisschen. Ich muss von vorne kommen. Mach dich vom Acker mit deinem McLaren. Er macht nicht Platz, oder? Er macht nicht Platz. Doch, macht er. Sehr schön. Das heißt, das Feld nach und nach von hinten aufräumen. Wir sind schneller als der Rest des Feldes. Aber wir sehen jetzt schon, unsere Reifen sind jetzt schon auf 72% runter hinten. Und diese Drifts, die dürfen wir nicht machen. Ja. Ich glaube, wir werden am Ende mit dem Reifen übelste Probleme kriegen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt die Punkte groß nach vorne in die Top 10 vielleicht kommen. Wir kommen vielleicht ran, aber am Ende mit den kaputten Reifen wird das... Nein! Dammit! Verdammt nach hinten losgehen und das war mal wieder ein typischer LPN-Fehler. Ich riskiere zu viel und will nach vorne kommen. Ja, dann geht das nach hinten los. Scheiße. Wieder hinten. Die Reifen werden schon 50% runter. Das ist ein irgendein Rennen, was zu vergessen ist. Problem ist, wir werden extrem viele Punkte auf Wavenwest hier verlieren. Also in den letzten drei Events, wenn wir noch drei Events haben, wir jetzt gerade die Hälfte der Saison dann rum. Aber es wird lustig, das aufzuholen. Danach haben wir erstmal ein Cup-Event, aber trotzdem in den letzten drei Events das aufzuholen. Wird schwer, es wird verdammt schwer. Aber wir müssen das Beste geben. Hoffentlich nicht verlieren. Wir müssen zurück gerne nur 5. Fahrermeisterschaft werden. Wir haben hier ein relativ leichtes Ziel bei Intel gesteckt bekommen. Trotzdem, alleine meiner Ehre möchte ich ja Minimum Dritter werden. Was hier kommt. Hälfte jetzt ist halt rum und wir haben auch wirklich nur die Hälfte Reifen nach hinten. Wir müssen jetzt erst noch fighten, also wir haben eine sehr schlechte Ausgangslage. Kaputte Reifen, müssen noch fighten, Reifen geben noch mehr kaputt, dann kommt das Ende des Rennens, wir werden sehr viel Grip verlieren und die Gegner werden wieder vorbeiziehen können. Ich weiß, Optimismus klingt anders, aber Optimismus jetzt hier hinzukriegen ist jetzt auch relativ schwer. Wir haben eine sehr beschissene Ausgangslage, die ich mir aber auch selbst verbockt habe. Das gebe ich jetzt auch einfach zu, da bin ich auch selber dran schuld. Ich habe hier die neueste Wertung. Unser Team liegt punktemäßig vorne. Mach weiter so. Und raus. Es gibt es nicht. Und mal, oh, natürlich. Was war das denn jetzt? Er schiebt so über die Vorderreifen. Das ist doch nicht mehr feierlich. Ja, dann ist jetzt offiziell vergessen. Es gibt es nicht. Du hast einen Wagen mit Heckantrieb und er schiebt, als hätte er Frontantrieb. Das ist doch nicht normal. Guck hier, wenn ich bremse, er schiebt vorne über die Achsen. Oh. Warum macht er das denn? Warum geht er nicht mit dem Arsch rum wie die andere Kiste? Hier, da seht ihr, ich gebe Gas und er schiebt nach vorne. Warum auch immer er das tut. Ich kann es mir nicht erklären. Mann, das tut er jetzt auch nur hier auf Buen Setsch wie irre. Oh Gott.
Wenn der Teammeisterschiff auch nicht Punkte verliert. Mein Teamkollegen ist zwar siebter, aber trotzdem. Das werden einige Punkte sein. Und er geht wieder in den Drift und er steht quer. Mann, komm. Jetzt 3 Minuten laufen. Vielleicht noch 1, 2 Plätze holen, das wäre so Traum. Nein, 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 und wieder ist er weg. Ey, Mann! Na gut, vergessen wir es. Jetzt ist nur noch ein Trainingsrennen, was wir jetzt hier haben. Es ist sowieso im Eimer. Ich könnte gerade echt kotzen. Es geht so nach hinten los, dieses Event hier. Mann. Du kriegst da echt eine Waffe. Jetzt. Und er stellt sich einfach quer. Guck, ich kann nichts mehr machen. Er ist einfach nur noch weggehen. Trotz 30% Reifen ist der Wagen nur noch am Sliden. Das ist so hoffnungslos hier. Ich krieg diesen Wagen nicht gefahren hier auf Brands Hatch. Entweder schiebt er die Vorderreifen, jetzt wenn die Reifen so runter sind, ist er nur noch am Driften. Hier ist die aktuelle Wertung. Punktemäßig liegen wir gut. Bau deine Führung jetzt aus. Und weg. Und weg. Ey, das ist doch nicht normal. Ich bin schon am Gas weggehen. Du kannst auf. Leck mich am. Die Reifen sind jetzt schon runter. Go hier. Das ist gerade wirklich nur ein Kampf mit dem Wagen. Im Fahrerfeld habe ich sowieso schon nicht mehr da. Ja gut, die letzte 8 Minuten laufen. Dem übelsten Rückstand jetzt schon auf dem Vordermann. Und die Reifen gehen jetzt auf die letzten 20% runter. Und das wird jetzt einfach noch ein Drehdesaster, weil die Reifen jetzt auch rund mit dem linken Reifen hier die Rechtskurven zu fahren. Kannst du knicken. Seht, ich rutsche, ich kann. Mann! Er geht in den Drift, ohne dass ich was dagegen tun kann. Ja, LPN ist gerade ein bisschen pissig, aber es liegt auch an meinem eigenen Fahrweise. Mein eigenes Fehlkönnen, was ich hier habe, das ist eigenes Rennen selber versaut. So, letzte Minute läuft. Wir werden nicht mit den Reifen hinten durchkommen. Und weg. Und weg. Ich kann nichts machen. Es ist diese Bodenwelle, hebelt die Kissen so aus. Boah, ja. Wir werden die Reifen komplett auf 0% hinten, höchstwahrscheinlich unten hinten gleich runter haben. Die Wertung wurde aktualisiert. Unser Team schlägt sich gut. Wir haben mehr Punkte als nötig. Das ist schön. Die Wertung müssen wir dritter werden. Brands Hatch, einziges Desaster mal wieder. Ich weiß, es ist echt ein Fluch auf dieser Strecke. So, wir werden auf 0% jetzt runtergehen. Ist aber noch fahrbar. Die Reifen platzen nicht. Hoffe ich mal. Platzen tut er nicht sehr gut, hält bis es durch. Ein Rennen zum Vergessen. Unterstreiche ich direkt fett mit Textmarker. Boah, 24 Punkte haben wir verloren, Alter. Wir sind noch Dritter in der Meisterschaft, aber hier, der Gomez, wo ich sage, oh, der hat gar nicht so mitzumischen. Ja, der mischt jetzt mit mir mit. Scheiße, das gibt's ja nicht, ey. So viele Punkte verloren. Insgesamt, ja, Punkte gleich jetzt mit K&N in der Teammeisterschaft, noch ganz gut. Aber Forge kommt auch noch von hinten, also wir müssen Ritter werden, da müssen wir jetzt auf jeden Fall aufpassen. Oh, das war ja zum Vergessen, es war zum Vergessen. Mann, Mann, Mann. So, Endurance Classic Meisterschaft. Ist jetzt so ein kleiner Cup zum Nebenher mit den Shellys. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen entspannter, die Wagen sind ja relativ reibenschonend, mit denen kann man ja relativ sanft fahren. Hängt jetzt aber auch von der Strecke ab, wo wir da nochmal fahren. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Strecke wir da zu fahren. Circuit Mont-Tremblant, ja gut, geht noch. 8 Minuten wären dazu auch schon heavy, aber es geht. So, da gibt es ja kein Qualifying, da legen wir direkt los. Du hast Startplatz 14. So, dann wollen wir doch mal. Die Wave-Version geben. Chancengleichheit, das ist deine Chance zu beweisen, was du kannst. Natürlich, schubst dich über die Wiese. Fahren, bitte, komm schon. Wir sind hier vielleicht eine gute Medaille schon mal holen. Die Cup wäre ganz schön. Oh, meine Tür ist offen, sehr gut. Bisschen Frischluft kann nie schaden, jetzt ist wieder zu. Oh, what the fuck, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen korrigieren. Muss ich gerade mal ein bisschen auf den Wagen einstellen, das ist schon. Na! Ein bisschen was anderes als der SLS jetzt. Und ich habe Brechtzeit. Toll, danke.
Ich habe hinten rechts die Achse kaputt. Fuck. Ich habe jetzt ein... Oh, das war seine ganze Tür. Ich habe einen leichten Rechtsrad, oder? Vertue ich mich. Jetzt geht's wieder, komischerweise. Gerade hat er irgendwie ein bisschen nach rechts gezogen. Jetzt passt es wieder, gut. Hätte aber auch gepasst, weil ich hinten rechts einen draufgekriegt habe. Und das ist gerade gar nicht so wenig. Oh, fuck. Boah, was ist denn heute los? Heute ist der Wurm drin. Heute ist wirklich der Wurm drin hier. So, die Raven ist vor mir. Die Türen gehen aber auch leicht auf, ne? Mal kurz berührt und zack, ist die Tür offen. Wieder nur 11. Mann, Mann, Mann. Aber wir sehen, die Wagen sind wirklich reifenschuld. 2 Minuten gleich rum. Wir haben gerade mal 10% Reifen verloren. Die Wagen sind, was Reifen angeht, wirklich sehr, sehr schonend. Sehr schön zu fahren. So, komm, gleich noch ein bisschen nach vorne. Ich tue mich aber auch hier wieder im Kopf schwer. Bei Mini lief es ja auch nicht so gut. Bei den Tourenwagen. Ich bremse hier relativ spät, ne? Ja, ein bisschen zu spät sogar. Türen gehen aber auch leicht auf, ne? Die berühren sich Tür offen. Fahr doch! Mensch! Statt auf die Bremse zu treten, einfach mal das Gas durchlatschen, würde schon manchmal helfen. Oh, Mensch! Ich kriege mich Druck von hier von Wave West hinten, wenn der davon nicht mal langsam aufs Gas latscht. Komm, 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 komm. Schön, mit dem Wagen kann man aggressiv fahren, schön angreifen, weil die Reifen, das ist so eine Sache, bei dem Wagen musst du darauf nicht achten. Das ist schon eine Erleichterung, weil das ist ein Faktor, der bei den Rennen hier nicht zählt. Ja, Hallöchen, da war ich ein bisschen übereifrig, fuck. Einen Punkt geholt und den roten komplett aus dem Rennen gekickt. Ah, so weit raus, fuck. Boah, 10. Wow, ist ja auch schon wieder ein grandioses Ergebnis hier aktuell. Kann man nicht besser sagen. Raven ist jetzt auch nicht schnell unterwegs, aber trotzdem. Spannend, wo meine Teamkollegin, also die ist ja nicht Teamkollegin, aber meine Teamkollegin beim Hauptrennen hier landet. Ja, komm. Bremsen die. Zu spät und die Reifen blockieren. Fuck. So läuft es gerade wieder ein bisschen, das ist schon mal ganz in Ordnung so. Jetzt muss ich nur mal rankommen, ey. Da vorne die ersten sind sowieso schon weg, also Top 3 finde ich wird sowieso schwer. Und danach ist ja sowieso jede Medaille gleich, also egal wo ich jetzt lande. Aber die Reifen blockieren leicht, ne? Wenn du so bremst und sowas, dann rutscht er gerne mal ein bisschen vorne rüber. Weil die Reifen dann langsam in Stottern kommen, trotz ABS. Ich bremse hier vorm 100er-Schild, ne? Ja. Deutlich davor schon. Oh, komm, lass mich da durch. Ich brauch. Mann, ich will jetzt hier auch mal Plätze gut machen. Jetzt gib doch mal Gas. Oh, wieder geht's ans Schieben, weil die. Mann! Jetzt bin ich in. Wenn du dich machst, Junge. Na, auch nicht gut. Oder hat auch immer hin draufgekriegt, so richtig. So, aktuell 8er. Teamkollegin ist vor uns, Isabella. Oh, die klopft sich auch schon durch, da hat sich jemand gedreht. Timo Galli ist weg hier. So, komm. Ja, 3 Minuten 20, wir haben 65% Reifen. Also Reifen sind wirklich bei diesem Wagen keine Probleme. Du kannst damit driften, was du willst. Die Reifen gehen nicht runter bei diesem Auto. Das ist schon wirklich ziemlich geil zu fahren, deswegen. Oh, der hat ein rotes Auto. Ne, rosa sogar, ne? Passt ja dafür, dass sie eine Frau ist. Passend gewählt, die Farbe für sie. Oh, leck mich, komm. Hallo, ist gut. Muss er nicht übertreiben mit der Strafe. Jetzt plätzen 3 Minuten laufen. Nein, nein, nicht in die Wiese. Oh, ich musste gerade korrigieren. Ich lasse nur die Hinterreifen reinkommen. Weil wenn nur die Hinterreifen reinkommen, dann bin ich direkt nur noch am Rutschen. Oh, am Wegdrehen, ja. So, komm schon. Sie zieht echt gut weg, muss man mal sagen. Muss ich doch irgendwie noch rankommen. Muss doch möglich sein. Oh Mann, diese Kurve!
Aber jetzt habe ich doch wirklich beim 100 Meter Ding gebremst sogar vorher. Muss natürlich daran denken, mein Reifen ist natürlich weiter runter. Klar, da ändert sich natürlich auch ein bisschen was am Grip, aber es ist so arg, ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Den Bremspunkt nicht. Ist natürlich dann auch schwer, an sie ranzukommen, wenn ich mich natürlich in der Kurve immer so verbremse, dass ich extrem viel Zeit liegen lasse. Wir fahren schön gerade in die Dämmerung rein. Hier sieht es so aus, als würde ich mal ein bisschen rankommen, aber es kann auch sich einfach nur täuschen, weil es irgendwie an den Kurven immer so einen Ziehharmonika-Effekt gibt, dass sich das Zusammenstauchen dann wieder entzieht. Oh, mein Konkurrent überschlagen müssen, Jade Martin, der ist Erster, ist nicht so gut. Den werden wir hier nicht schlagen können. Der ist Erster, wie soll ich den jemals abfangen? Wenn ich mal die erste Kurve fahren könnte mit dem Auto, wäre das schon mal ein erstes Ziel. Einziger Rivale aktuell ist mein eigener Teamkollege da vorne, die ganz gut Druck macht. Na komm schon, wissen Sie noch kriegen, das wäre so das Ziel jetzt hier. Teamkollegin wissen noch bisschen. Sei vorsichtig, vor dir hat sich jemand gedreht. Und schon wieder mal jemand raus. Jan Klein. Oh, er fährt auch rosa. Och, ist das süß. Aber er fährt auch irgendwie nicht weiter, ne? Er steht immer noch. Er steht weiterhin. Wir gucken, ob er jetzt ganz am Ende landet. Hat er irgendwie die Kiste abgebockt. Du musst immer Tatsache. Noch an deinem Event-Rivalen vorbei. Schnapp ihn dir. Oh Mann, fuck. Ich krieg diesen Bremspunkt nicht hin. Letzte Minute läuft. Teamkollegin besiegen wird unmöglich. Da werde ich nicht mehr rankommen. Boah, das ist ja auch ganz tolles Rennen wieder. Also die heutige Folge ist verhext. Hier kein Glück. Relativ schlechtes Ergebnis. Auf Brandsage verflucht einfach. Was anderes kann ich dazu noch nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, was das ist. Das muss ein Fluch sein. Was anderes kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Jetzt sind das Sekunden laufen. Ich bin nochmal reingekommen an sie, aber das wird nicht reichen. Das wird leider nicht reichen für einen Sieg. Ja, nicht für einen Sieg, aber eben vorher zu landen gewesen. Ich könnte es probieren, indem ich jetzt kurz vor die Zeit abläuft, weil ich in der letzten Kurve voll durchziehe, aber wir sind nicht assi. Doch, ich bin assi. Ich fahre nämlich voll hinten drauf. Scheiße. Gut, letzte 6 Sekunden laufen. Es wird ein 6. Platz. Wow. Atemberaubend. Gott sei Dank. Eine Folge zum Vergessen. So beschreibe ich das, glaube ich, am besten. So ist das im Cup. Du hast es nicht auf das Podest geschafft. Das hast du sehr schön erwähnt. Dankeschön. Habe ich auch mitbekommen. So. Gucken wir mal, ob uns das nächste Mal verschlägt. Ne, nächstes Mal mache ich jetzt weiter, weil das ist ja heute verflucht. Wenn ich so weiterfahre mit dem Stil, dann kann ich es auch komplett knicken. Nächstes Mal geht's nach Sepang. Auf den Nordkurs. Da dürfen wir uns dann schlagen. 23 Punkte Rückstand. Aua, aua. Ey, das wird noch lustig. Das wird ein lustiges Rennen. Da muss ich echt vorne mitfahren, sonst wird das nichts mehr. Darf keine Punkte mehr verlieren. Sonst ist das aus. Alles klar, Lukas. Wir sind im Moment auf Rang 2 der Teamwertung. Das sieht im Moment richtig gut aus. Schlag Aaron Wesley, um einen echten Vorsprung rauszufahren. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen müssen. Aber damit geht es dann erst nächste Folge, wie gesagt, weiter. Wie immer, wenn es euch natürlich gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Jetzt gleich seht ihr die Endkarten und ich hoffe, mal nächstes Mal haben wir dann weniger verflucht. Können dann wieder mal ein bisschen vorne mitmischen, das wäre ganz schön. Und ja, ich bin der B5 raus. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.